Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu The Evil Within 2. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. Ach, ich freue mich immer auf die Dienstage, Leute. So, noch einen Schluck getrunken. Ihr wisst ja, Chatfenster ist in dem Spiel nicht vorhanden. Und daher dauert es immer ein kleines bisschen, bis ich antworte. So, dann grüße ich erstmal Niggi, meinen Besten. Wie geht es dir? Wie war dein Tag? Du hast schon wieder fleißig Stories geschrieben. Werden natürlich nachher wieder vorgelesen. Und mein Schatz ist auch schon im Chat. Soll ich fragen? Warte, wie geht's dir, Schatz? Genau, 3 Meter hinter mir. Sind das wirklich 3 Meter? Ich glaube, das müssen wir mal ausmessen, ey. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gerade... Kein? Doch. Doch, Sound auf den Ohren. So, erstmal kurz gucken. Tab war das. Mir geht's gut. Tag, anfangs scheiße, aber jetzt ist er gut. Und bei euch so? Kann ich lang, Schätze? Mir geht es super. Siehst du, Niggi? Sie hat sogar schon beantwortet. Sogar für mich. Ha! Muss ich jetzt auch nicht machen. Mann, ich spare mir Zeit. Mehr Zeit zum Zocken. So. Ah. Ach, hier ist es die Hüterarmbrust. Oh Mann. Qualenbogen fand ich besser. Muss ich erstmal kurz überlegen, ey. Das hatten wir beim letzten Mal alles gemacht. Einen Schlüssel habe ich. Das habe ich. Informationen. Okay. Der Armbrust benutzen. Ja, genau. Gut. Haben wir das auch schon? Genau, WQ war zurück. Informationen, habe ich hier was übersehen? Ja. Oh, KD. So. Grüß dich, Max. Wie geht's dir? Komm, die 3 Sekunden sind jetzt auch nicht so schlimm. Was heißt hier die drei Sekunden nicht hier? Das sind 2 Geschichten, die ich vorlesen muss. Das ist anstrengend, Niki. Das muss ich dir in Rechnung stellen. Na, alles gut bei dir? Sehr schön. Freut mich. Das freut mich. So, Nebenmission untersuchen Möbius-Resonanz. Würde ich mal machen. Kann ich die eigentlich so noch? Ah, mit E war das. Sehr schön. Aha. Kann ich eigentlich hier die Armbrustbolzen selber craften? Ja, ne? Bei der Werkbank ging das. Waffen für bessere Herstellung. Schock-Harpun. Ach, stimmt ja, da braucht man ja so ein blödes Rohr. Das haben sie blöd gemacht, finde ich. Kann man gar nicht mehr so viele craften. Schockbolzen. Selbst ist der Mann. Errungenschaft freigeschaltet. Oh nein, ey. Dein Ernst. Präzisionsgewehr, okay. Dann, nein. Pow. Gut. Ah, oh, die Tastenbelegung ist komplett anders. Erstmal dran gewöhnen. Ui. Ja, so wie die letzten Tage auch. Das heißt, was heißt das? So wie die letzten Tage auch. Ah, warte mal. Spiegel gehen und noch Schlüssel benutzen. Wenigstens geht die Reise hier weiter schneller rein. Wo waren jetzt die Stießfächer? Nope. Aber ich muss sagen, diesmal ist mein geistiger Zustand hier weitaus angenehmer. Vom Aussehen. Wo waren jetzt die blöden Schließfächer? Hallo? Hat die irgendeiner zufälligerweise gesehen? Gar nicht? Ja, bei mir alles gut, Max. Alles gut. Oh, was? Mein Junge, hast du ihn im Griff, den kleinen Scheiße? Boah! Schade, die Krankenschwester nicht mehr da. Nee, die ist nicht mehr da. Ihr wisst schon, ne? Ich kann das lesen, ne? Nur mal so zur Info. Wo ist denn jetzt dieser verkackte Schrank? Kann ich das überhaupt hier auf dieser Ebene machen?
gibt es die überhaupt? Ja, ich weiß, dass es Schränke gibt. Wieso habe ich denn dann diesen Schlüssel? Wo sind die Dinger? Kann ich auch nicht nutzen? Sag mal. Was ist denn jetzt los? Wo sind denn die Dinger? Kann ich auch nicht benutzen? Auch nicht? Hä? Ah, da kam die Info von hinten. Sehr schön. Ach so, ja, es steht auch drinnen. Ja, ihr wisst ja, ne? Chatfenster nicht drinnen. So. Immer wenn du dich auf den Rollstuhl setzt. Ja. Nee, sie ist nicht. Guck mal, Schatz. Sie haben was mitgebracht. Okay. Sie ist doch da. Exzellent. Manche Schlüssel führen zur Erleuchtung. Ihr dürft wieder aussuchen. Dazu. Dieser ist eher weltlich, aber dennoch nützlich. Na los, öffnen Sie einen. Sein Inhalt ist in Ihren Händen besser aufgehoben. Was soll denn das heißen, Max? Ach, hör auf, als wenn du das nicht magst, wenn ich dich damit ärgere. Max. So, Max sagt 4. Niki sagt auch 4. Also muss ich die 4 nehmen schon mal. Ich wurde gerade geschlagen. Habt ihr das gehört? Von hinten kostet schon das Steuer. Da ist die kranke Schwester. So. 2x4. Ja, 2x4. Ja, siehste. Niki hat's gehört. Niki hat's gehört. Schlag fester! Oh. Nee, war zu leise. Ja, oh, nee. Oh, boah, ihr seid ja voll gemein. Ist halt voll gemein. Puh. So. Max sagt nur 4. Okay. 2x4. Jetzt muss ich nur noch wissen, welche Reihe. Da seid ihr euch drei euch ja ziemlich uneinig. Nikis Reihe. Wäre oben. Du bleibst bei deiner Aussage. Reihe 3. Okay, 2x oben. Also. Gut. Oben 4. Ach, ihr seid solche Lappen, ey. Das nächste Mal höre ich auf meine Frau. Niki, du hast kein Glück gebracht. Schäm dich. Kommt davon, wenn ihr mich ärgert. Nein, würdest du nie tun, Zorro. Hab's ja nur gehört. Ha! Ha! Siehst du? Er hat's gehört. So. Er hat es gehört. Guter Mann. Guter Mann. So, Witz. Was ist das? Nahkampfangriffe, darunter Angriffe mit Waffen wie Messer und Äxte verursachen mehr Schaden. Ruhige Hand 2 verringert das Wackeln der Zielhilfe beim Schießen noch mehr. Ich habe doch keine Zielhilfe. Nutzt doch gar keine Zielhilfe. Kann ich nicht einfach hier runter? Nee, ne? Also muss ich das zuerst nehmen. Mach's gut. Ach nee, kann ich mit dir reden? Nicht, Sie sollten sich langsam Ihrer Aufgabe stellen. Welche Aufgabe? Aufgabe? Nur gut, dass das kein Schlag war. Das klingt anders. Glaub ihr kein Wort, Niki. Glaub ihr kein Wort. Bin ich der Einzige, der die kranke Schwester mag? Ach, Niki, es ist eine Frau. Das heißt, du stehst drauf. So, nochmal kurz Waffenverbesserung. Ich hoffe, ich kriege ziemlich schnell meine Betsy. Reichweite Harpunenbolzen. Ah, da kann ich nur den Schaden erhöhen. Nachladezeit, Feuerrate. Harpunenbolzen finde ich derzeit besser. Oh ja, machen wir mal. Ein bisschen mehr Schaden. Ein bisschen mehr Wahnsinn verbreiten. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Möglich? Ach komm, Niki, ich kenne dich. Okay. Dann wollen wir mal raus zu den Spinnern wieder.
Ach nee, das war mit E jetzt. Ah ja, Mann, ey. Umdenken. Das ist das Doofe. Warum haben die das nicht beibehalten? Ich fand die Steuerung eigentlich voll geil. Aber nö. Genau, den da oben habe ich ja auch schon kaputt geschossen. Ich bin voll der Mörder. Ey, da liegt noch was. Ach, ich kann ihn auch selbst belegen. Ja, stimmt ja. Sowas mache ich eigentlich ungerne. Selbst zu belegen. Weil wenn man dann nämlich irgendwie Hilfe im Internet braucht oder so, ist es dann einfacher, wenn man die... Was ist das? Du Fiele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Hä? Erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Oder werden es sein, sobald wir die Vorräte haben. Na los. Wir sind erledigt. Das sind zu viele. Was muss ich denn jetzt hier machen? Wie war das nochmal mit der richtigen Frequenz einstellen? Ja. Ups, eine verkehrte Taste. War eigentlich der Meinung, dass er... Nee, ich glaube, er war lokalisieren. Einfach mal die Tasten durchgehen. Ups. Nein, das ist anvisieren. Kann ich das überhaupt mit dem Ding schon? Nicht? Warte mal, Einstellungen, Option. Steuerung. Tastenzuweisung. Gleichangriff F, Nachladen, Sprinten, Schleien kann, Enter nehmen. Kommunikator G ist richtig, Taschenlampe, ja. Yeah. Kommunikationsmenü, Schnellzugriff. Okay. Das sind zu viele. Krieg dich ein, James. Wir haben schon Schlimmeres erlebt. Und diesmal sind wir stärker bewaffnet. Ich finde das ein bisschen komisch. Ich gehe näher ran und... Ah, ich muss einfach nah genug dran gehen. Keine Nachricht von Morbius. Wir sind abgeschlossen. Ah. Ich rufe einen Alpha 1 Notfall aus. Du dann passiert das mit dem Einstellen. Alpha 1? Ernsthaft? Was ist mit dem Techniker-Team? Scheiß auf die. Wir sollen selber klarkommen. Wir sind nicht mehr bei den Marines. Keiner wird zurückgelassen, gilt hier nicht. Hast du ein Problem damit? Soll das ein Witz sein? Ich will endlich mal loslegen. Hab keine Lust mehr, wie blöd Techniker zu beschützen. Gut, dann sichern wir die Waffenlager, decken uns ein und räumen auf. Egal, ob es wie ein Monster oder ein Mensch aussieht. Schalte es ohne zu zögern aus. Was zum Teufel war das? Was auch immer, offenbar waren sie... Krasse Scheiße. Aber wohin sind sie gegangen? Oh, davon gibt es... Oh. Noch mehr Signale. Ich weiß nicht, ob ich den beiden begegnen will. Die sind wohl abtrünnig geworden. Aber Waffen sind nützlich. Ist ja mal krass. Mädchenstimmung. Mal gucken, was haben wir jetzt hier noch in der Nähe. Weil irgendwo gab es doch Kaffeemaschine. Genau, da will ich nämlich unbedingt hin. Für das Präzisionsgewehr. Aber ich würde gerne wissen, wann kriege ich Betsy? Betsy ist doch so wichtig. Ich könnte eigentlich erstmal hier rüberflitzen und das dann machen. Und ich brauche mehr Loot. Aber man muss sagen, die Ausdauer haben sie definitiv bei ihm schon verbessert.
so ging der Bums. Hey, du siehst ziemlich tot aus. Okay. Bolzen gehen für den Arsch. Schlimmer ging es ja nicht mehr, okay? Geht immer schlimmer. Da gibt's Loot. Und ein Blümchen. Was denn? Oh. Oh! Fuck! Wo kommst du denn her? Tot treten? Oh! Kriegt man sogar die Option dafür. Entschuldigung. Oh, ist das geil. Kriegt man sogar die Option zum Tod treten? Oh. Ja, in der Mülltonne war wohl anscheinend nichts drin. Ich habe Kraut. Ja, nee, klar. Äxte fliegen hier irgendwo rum und landen dann in Bäumen. Super. Es ist das Ding, was ich gerade denke, dass ich da hin muss. Nein. Meins ist dahinter. Das heißt, ich muss mich mit dem noch nicht anlegen. Ja, fresst ihn. Lasst mich in Ruhe. Gibt mir so ein paar Minuten, bis ich mich wieder in das Spiel richtig reingefunden habe. Töten, 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 töten. Also grafisch haben sie sich definitiv verbessert, muss man schon sagen. Aber ich finde die Atmosphäre hier weitaus angenehmer. Ah, ich gehe so ungern rein. Ach, wenn man doppelt drückt, dann kann man die Türen auftreten. Ah. Rauchpulver. Ah, diese Trockenpulver setzt eine Rauchwolke frei, wenn es mit Feuer in Kontakt kommt. Mit diesen Komponenten können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Ach, man, immer diese Rauchsachen interessieren mich gar nicht. Oh, wie war das jetzt nochmal mit dem Verstecken? Hä? Ah, der Taste war das. Guckt mal, hier ist Klopapier. Oh, warte mal, wenn ich hier schon eine Spritze habe, dann könnte ich mich doch endlich mal heilen. Inventor. Oh, wie ging das jetzt nochmal mit dem Zuweisen? Oh Mann, das ist... Ah, warte, 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 warte. Oh. Das war ja hier das Menü. 8 war das. Ja, das stimmt. Wir haben heute auch noch Klopapier bekommen. Das stimmt. Und das durch dummen Zufall. Hier komme ich gar nicht lang. Ist drinne. Wo haben sich die beiden Arschgeigen denn unterhalten? Ah. Alter Falter, Wichser. Alter Falter. Oh, wenigstens gibt es hier Teile. Ah,
Lass bitte Betsy hier sein. Ich will endlich Betsy haben. Oh, da geht eine Luke. Kann ich dadurch diesen komischen Typen da entgehen oder sind hier unten auch welche? Was ist das denn? Was bist du denn? Du das... Was? Zu? Das Mark Arsenal? Dieser Computer funktioniert noch. Was zur... Ja, scheiß die Wand an. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach, das ist nur der Ladebildschirm. Jo, shit. Kann ich die Schränke aufmachen? Nö. Gibt's hier Betsy? Nö, nur Kugeln? Yay! Noch ein Metallrohr. Wow, ich kann mir noch einen Bolzen machen. Drücken. Okay. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Wäre zwar, glaube ich, nicht gerade zu der aktuellen Aufgabe, aber okay. Huh. Boah, hey, hier gibt's Kraut. Ich habe Stoff zum Rauchen. Keine Macht in Drogen. Oder ist das irgendwie so neben dem Ding? Oh. Warum müssen Türen immer von alleine schließen, ey? Ich hasse das. Ja, die Gutste sieht nicht mehr so gut aus. Dann eben so. Jetzt ist meine Achse. Kann ich nicht das Messer nehmen? Nee, scheiße. Ui. Ich glaube, das ist dann auch mit dem Nahkampf gemeint, oder? Ein Trösterchen. 329 Stunden schon. Heftig. Küsschen zurück. Das sieht ziemlich dunkel da aus. Gehen wir noch nicht rein. Jetzt habe ich meine Axt verloren. Ich finde das so arschig, dass die Axt immer nach einem Schlag kaputt geht. So weich wie die Hirnmasse bei denen ist. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Stimmt ja, hier kann ich auch diese Boxen kaputt machen. Ah, ich habe einen verdammt harten Schlag. So ist das. Hallo? Jo! Der wirft ihn erstmal überall. Dich doch eigentlich auch so killen können, oder? Da wirft er den erstmal überall gegen, ey. Bist du jetzt tot? Ja, tot.
kann nicht mehr nachtreten. Oh Mann, das haben die rausgenommen? Ernsthaft? Gerade das Beste? Ja, war mir klar, dass du noch lebst, du Scheißvieh. Hast mich so blöde angezwinkert. So. Oh, Max hat mal glatt gemacht. Glückwunsch. Eine Seltenheit. Kommt nur alle paar Tage vor. War das dein Name an der Tür? An welcher Tür? Meinst du an der hier? Ja. Aber da steht Mobius. Ne? Nicht Möbius. Ah, sonst ja. Geh mal zurück. was bist du denn? Du funkelst so. Ich muss dich anfassen, ne? Defekte Verteilerkästen. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hüterarmbrust darauf abfeuerst. Okay. Aber fast. Ja, gebe ich dir recht. Was bist du? Benutze WS um die Höhe und... Oh, Mann, warte mal, in welchem Spiel kenne ich das denn? Welche Farbe gehört mir denn? Ach, grün. Ich kenne das aus irgendeinem Game, ey. Da musste das so häufig machen. Nee, Resident Evil nicht. Nein, das meine ich nicht. War ein anderes Game. Aber ja, da musst du das auch machen. Oh, bitte lass mich die Betsy finden. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Erste Hilfe-Koffer. Sehr schön. Oh, Betsy, 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 Betsy. Oh! Süße! Ich hab dich. Sieh an. Oh. Die nehme ich. Oh. Ach, meine Süße ist endlich da. Hat viel zu lange gedauert. Hat er nur 3 Schuss? Ernsthaft? Nur 3 Schuss? Lächerlich. Oh, ich hab endlich Betsy. Das war eine gute Idee, das zu machen. Ich sag ja, wenn es keine Waffe wäre. Ah, Schatz, wenn ich die Betsy hier hätte, ne, dann wäre kein Platz mehr für dich im Bett. Dann müsstest du den Platz teilen. Der arme Dante, könnte ich dann nur sagen. Wieso das denn? Wieso das denn, Max? Da spielt jemand mit seinem Leben. Hat doch gestern schon gesagt, dass die dann ein Körbchen bekommen. Ja, okay. Wir kriegen ein Körbchen. Gut. Okay, ist tot. Gut, sie kriegen alle ein Körbchen. Aber was ganz nah am Bett stehen muss. Okay, dann haben wir alles. Oh, ich hab Betsy. Ja. Betsy is the best. Gleich neben meinem Kopf. Das könnte ich jetzt auch anders verstehen, Schatz. Sehr schön, Niki. Niki, ich habe Betsy gefunden. Ah, toll, jetzt bin ich aber rumgelaufen wieder. Toll. Hätte man mir das mal nicht mal vorher sagen können? Hätte ich mir das auch gespart. Ich komme ja nirgendwo sonst hin, ne? Ah, jetzt geht's nur noch nach da unten. Ich muss Betsy testen, ob ich will oder nicht.
Bombenbett. Sie ist hier genervt. Ein klein wenig genervt, die Gutste. Definitiv aufrüsten. Habe ich gesehen. Guter Mann. Danke, Niki. Danke, Niki. Danke, Niki. Wenigstens einer. Oh! Ich habe einen Schlüssel gefunden. Mit Max seinem Namen. So. Kann ich jetzt hier runter ohne weiteres oder geht es hier nirgendwo hin? Ach nee, ich komme hier gar nicht lang. Okay. Aber auf Bums, die trotzdem gut... Ja, das auf jeden Fall. Hast ja gut gesehen, wie sie weggeflattert sind, ne? Die Jutsen, na, trotzdem die Kraft fehlt, ne? Aber ansonsten, geil. Muss ich sie halt noch so ein bisschen pushen, ne? Aber mehr kann man hier echt nicht machen. Das ist schon blöd. Aber Hauptsache, ich habe Betsy gewonnen. Das ist das Wichtigste für mich. So. Ah, nee, gedrückt halten. Ja, das Aufwerten wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Dante, lauf nicht ins Licht. Das ist voll geil mit den Bäumen. Ist er nicht zurücklaufen? Taucht er dann wieder auf? Nö. Oh echt, im Ladebildschirm gibt es auch noch Ausdauer? Och nö, nö. Das sieht richtig geil aus. War klar, Dante will nur Betsy. Ah, Niki, du kennst mich doch. Ich liebe halt Betsy. Betsy rotzt wenigstens alles weg. Yeah. Bin ich hier fertig. Oh, Niki! Kriegt einen Tröster schon. Haben wir wenigstens Betsy. So. Diesmal früher bekommen als im ersten Teil. Sehr schön. Ja, menschliches Verhalten, ne? Man muss wissen, was vorgefallen ist. Oh oh. Klar, ihr müsst gleich mit mehreren ankommen, ne? Oh. Betsy ist doch kräftiger als gedacht. Okay, ich nehme alles zurück. Betsy ist weitaus kräftiger als gedacht. Oh, shit. Die rotzt ja ordentlich weg, die Süße. Yay. Yo, fuck it. Oh, shit. Oh, shit. Die rotzt ja richtig weg. Nee, warte mal. G, 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 G. Sag mal mit dem G, was haben wir hier noch? Ups, das war's. Ne? Achso, das ist hier die toter Wirbel, Pistolenmunition. Nee, ich bin ja voll mit Munition. Ah, dieses andere Geräusch, wo kommt das her? Boah, Alter, was für ein hartes Wort, Niki.
Oh oh. Pass mal auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du bleibst tot. Nein, natürlich nicht. Och ja, man sollte vielleicht auch noch aufstehen dabei. Okay, der Vorschlag wurde nicht angenommen. Oh, nette Ratten. Irgendwas kann mich immer noch angucken, das gefällt mir nicht. Ich fühle mich so beobachtet. Okay, du bist tot. Oh, man kann so viel looten, ey. Wer nicht? Dafür wird man hier eingesperrt, ernsthaft? Also Betsy passt es, ja. Ups. Habe ich in den Chat reingeguckt? Alle ab. Ja, mach noch mehr Lärm, du Idiot. Ah, ich will immer M drücken dafür. Doch hier irgendwo durch, lang. Oh, mir schwand gerade Böses. Du kannst dich hinter Pflanzen verstecken, wenn dein Körper die Farbe wechselt. Wirst du nicht entdeckt. Aha. Aha. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe so das Gefühl. Ein ganz mieses Gefühl, dass ich hier nicht alleine bin. Und ich meine jetzt nicht die Spinner hier nebenan. Oh, Gras gefällt mir einfach gerade nicht. Aber hey, Betsy-Munition. Ah, habe ich nicht gesagt? Scheiße. Ah, sie schießt zu langsam. Ja, komm, zeig mir, wer Tarzan ist. Definitiv die Feuerrate erhöhen. Weil Schaden ist gut. Ich habe dem nur das Bein weggeschossen und der ist tot. Ich weiß, du lebst noch. Verratet euch an euren Äuglein. Ich hab's gesagt, ich bin hier nicht alleine. Ich hab voll das miese Gefühl gehabt. Ja, ja, und du lebst auch noch. Ich kenn euch, kleinen Scheißerchen. Ich rieche eure Angst. Danke für die Suppe. Nachladegeschwindigkeit, wenn es das gibt, verbessern. Ja, definitiv, Max. Definitiv, ey. Das ist Kacke am Dampfen. Das ist so eine blöde Kuh dort. Aber nicht in die Richtung. Ich muss in die. Lassen wir sie da mal stehen. Jetzt da durch. Mich überhaupt lang. Da ist Loot. Die hat nochmal Betsy-Munition. Wie geil. Das gefällt mir sehr gut, sehr gut. Bleibst du wohl auf deiner Seite? Oh, fuck.
Sind wieder welche, die sich selbst anzünden können? Sehr nett. Flammen? Aus, bitte gehen. Danke. Ich hab's nicht so mit Feuer in dem Fall. Bevorzuge lieber anderes Feuer. Kann ich auch nochmal kaputt machen? Oh, nochmal mehr Teile. Noch mehr Teile. Oh, ist das geil. Das ist ja hier eine richtige Sintflut an Teilen. Ein Stück. Selbst anzünden ist doch eine sehr gute Sache. Ja, definitiv, Niki. Ja, ich rede vom Höllenfeuer. Das liegt mir eher. Oh, da liegt noch was. Und nochmal Blümchen. Oh, ich verbrenne mich aber an Höllenfeuer sehr, sehr gerne. Oh, oh. Das gefällt mir gerade gar nicht. Okay, von hier aus komme ich nicht rein. Ach, nein. Kommen da auch wieder diese komischen kleinen fucking Babys raus? Nein. Noch mehr Suppe. Ey, finde ich geil. Wir nutzen es aus, solange es kommt. Okay. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ach. Ein Scheißdreck. Hm. Kann ich kein G nutzen? Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ich weiß das. Hallo? Könntest du mal aufheben? Hallo? Ich weiß nicht, die lebt doch noch. Bestimmt. Diese Funkelmariechen, du glühst noch. Ich kann die nicht treffen. Oh, wer hupt denn hier? Ernsthaft? Hier kann ich das Ding wieder benutzen? Wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist. Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen. Da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. Scheiße. Wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen... Dante will aber auch immer den letzten Tropfen rausholen. Ja, natürlich, Niki, du kennst mich doch. Ich bin, wie ich bin. Wem's nicht gewählt, der kann mich mal kreuzweise. Oh, da sind bestimmt irgendwelche drinnen, ne? Doch nicht. Okay. Jo, was ist das denn? Nägel? Die langen Edelsteinnägel werden normalerweise auf dem Bau verwendet und eignen sich perfekt als Schrapnelle. Diesen Komponenten können zu nützliche Gegenstände hergestellt werden. Oh, kriege ich auch noch eine Nagelpistole hier, oder was? Ich habe jetzt gerade dabei schon an Walking Dead gedacht. Oh, Junge, du bist echt nicht weit gekommen. Er lebt noch. Doch nicht. Oh, fuck. Oh, was bist du denn? AD, AD machen. Sind wir jetzt hier bei Dings gelandet? Sag mir nicht, du bist schon tot. Okay, zwei Schüsse für dich. Crazy. Handfeuerwaffe mit Laserpointer. Nett.
Betsy, du bist so geil. Hier geht ja fast einer ab bei dir. Waffentyp wechseln? Die hat nur ein Magazin weniger. Ah, die hat einen Laserpointer, finde ich voll nice. Ah, auch sie. Ist ja mal ein schickes Ding. Ich sollte das vielleicht nochmal... So, jetzt ist es auf der 1. Ah, Entschuldigung. Komm ich jetzt hier irgendwie rein ins Lager? Mal nettes Zeug, was man hier bekommt. Ich glaube von der Map her... Resonanzpunkt, Abtrünnige. Untersuche beide Resonanzpunkte. Achso, ich muss beide untersuchen. Also ich muss definitiv wohl in die Züge hier rein, ne? Oh Mann, oh Mann. Der Junge lebt nicht mehr, aber das Vieh noch. Ja, wir haben es ja geändert. Stand da gerade? Achso, klettern. Du bist definitiv tot. Oh, fuck. Ih, stimmt ja. Ich wollte schon sagen, Lilith lebt immer noch. Oh! Heilungsblechle! Austin. 30 umgebracht. Oh, die Betsy ist so cool. Die macht so einen geilen Sound. Könnt die Waffe glatt heiraten, ey. Ich glaube, ich werde sie nicht heiraten. Welche Richtung soll ich denn? Glaubt man, das, was ich gerade gesagt habe, war ein bisschen schlimmer, Niki. Verehrte Gäste der Linie, es geht in den Arsch. Bitte verlassen Sie den Zug. Oh, die ist aber nicht gestorben, ne? Die hat sich noch an den Hals gefasst. Oh. In definitiv verkehrte Richtung, Tante. Ach, geh mal gemütlich. Wieso wunderst du dich? Ah, hier sind die Dinger. Ich weiß nicht. Ich hab's entweder gehört oder einfach nur gefühlt. Es war für mich jedenfalls so, als ob ich es gehört hätte. Okay, jetzt habe ich hier das Ding, aber. Oder das Brummen war so durchdringend, dass ich es einfach spüren musste.
Kann ich mir jetzt die andere Resonanz anhören? Mal hier raus? Ne. In die Richtung. Noch wieder dahin. Vibrator. Vibrator, also sag mal. Irgendwo muss das doch hier sein. Kann natürlich auch sein. Mhm. Ich glaube, da haben welche Sex drinne. Wieso kann ich dann nicht still töten? Das Häschen ist wirklich tot? Oh, hier geht's rein. Klar, die Tür geht zu. Och, nö. Ja, ich und meine Hand. Oh, Niki, hast du dich schon wieder verletzt? Niki, wir müssen einführen und masturbieren bitte erst nach 21 Uhr. Kannst du dich auch nicht mehr verletzen. Von manchen Sachen kann man wirklich unbegrenzt sammeln, oder? Da gibt es da auch irgendwann noch ein Limit. Scheiße, wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen, da kommt ihr nicht raus. Scheiße, wie soll ich Vorräte besorgen, wenn jedes Lager von diesen Dingern überrannt ist? Das sollte genügen, da kommt ihr nicht raus, ihr Wichser. James, Ryan hier, bitte melden. Ich habe einige dieser Dinger im Raum unter der Lackiererei eingesperrt. Bin jetzt unterwegs zum Besucherzentrum. James, hörst du mich? Scheiße. Hier drunter ist ein Lager? Da muss ich hin. Naja, du möchtest gerne dahin. Signal. James, wo zum Teufel bist du? Schwing deinen Arsch zum Besucherzentrum. Du wirst nie glauben, was... Boah, ich muss da wieder zurücklaufen? Na dann auf zum Besucherzentrum. Oi. Ich geh erstmal da unten rein. Ich darf wieder Knöpfchen drücken, ne? Okay. Hä? Ach klar, sie wieder. Auch wenn das letzte Betsy-Munition war, war für die Alte leidenschaftlich gerne. Ich habe gesehen, dass da oben Loot drin ist. Komme ich jetzt an dieses Loot ran? Klar, ich kann da einfach so durch die Scheibe greifen, obwohl... Ja, nee, ist klar. Nee, ja, okay. Ja, pff, super, klar. Whatever. Wieder so ein Teil. Nochmal kurz reingucken, was hier ist. Wenn die schon hier rausgekommen ist, reingekommen ist. Ja!
mehr Waffenteile. Das war darauf bezogen, wo Dante gesagt hat, hab welche Sex im EKR. Dann habe ich geschrieben, ja, ich und meine Hand. Ach so, darauf war das bezogen. Kannst du ja eine neue machen? Wieso? Warum? Weshalb? Ich sammle sie lieber. Ich finde sie lieber. Ist unter dem Autoeingang? Ja, ich hab's auch schon gesehen. Aber hast sehr gut aufgepasst, Max. Stolz auf dich, Max. Noch ein Rohr. Ach nee, guck an. Ist noch so eine blöde Resonanz. So schöne viele Ratten hier. Fühlt man sich ja fast heimisch. Ich höre komische Viecher. Oh, heiliges Blechle. Der eine da sieht aber nicht gerade sehr nett aus. Und Betsy hat keine Muni mehr. Ups. Kann ich die überhaupt? Nö. Kann ich noch nicht mehr ankratzen. Bin beschiss. Jetzt müsste man eigentlich nur mit dem Messer beigehen und schön zustechen. Oh, jetzt sind die anderen auch weg. Kann ich jetzt untersuchen? Ja, das wäre definitiv zu einfach. Union Sicherheitskarte. Die Sicherheitskarte zeigt einen Raster von Authentifizierungscodes für den Zugang zu gesicherten Möbius-Standorten. Nett. Was kann ich ist das? So eine Art Chiffre? Ja, machen wir gleich. Erstmal hier gucken. Kann ich durchschießen und auch kein Messer benutzen, um durch. Das ist, ja. Wieder eine Map. Gibt's irgendwas für. Oh. Neues Spielzeug für Dante? What the hell? Was bist du denn? Tick, tick, bumm! Explosivbolzen! Oh! Es gibt sie noch, es gibt sie noch. Komme ich denn eigentlich hier hin? Ich gehe jetzt mal wieder runter. Hier gucken. Ja, schön. Nö. B34. B. Aber 34? Warte mal. Ach, Mann. Zu einfach.
Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserung freizuschalten. Oh, cool. Oh, Betsy, du wirst so geil gepusht. Oh, guck mal, hier ist noch ein Bein. Max, ich hab dein Bein gefunden. Wie sucht denn das hier? Alter, das ist ja zu einfach mit den Dingern hier. Gut, Leute, ich mache ein kurzes Päuschen und dann komme ich gleich wieder. Und dann werden erstmal Nikis Geschichten vorgelesen. Max, da kommst du auch drinnen vor. Ich hoffe es mal, denke ich mal. Von daher, wir sehen uns gleich wieder.